Was wünsche ich euch nicht für einen wunderschönen guten Tag, liebe Damen und Herren da draußen? Es ist einfach unbeglaubenshaft wert. So schön mindestens, wie es hier aussieht. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Session von Alan Wake. Ja, diesmal mit meinem Headset und nicht mit meinem normalen Mikrofon, was ich zu Hause in meiner Wohnung habe, meinen Großmembraner. Da ich momentan bei meinen Eltern bin und den Anfang meiner Semesterferien nach der langen Prüfungsphase im Januar genieße und da ich dann auch hier etwas aufnehmen kann, habe ich mir mein Headset mitgenommen, mein altes, und das sollte aber auch einigermaßen so klappen. Also falls es sich irgendwie anders anhören solltet, wisst ihr, woher das kommt. Ja, die letzte Aufnahmesession von Alan Wake war am 15.12.2013 und heute schreiben wir den 8.2.2014. Man merke einen kleinen Unterschied an. Zeitlich. Wir werden das Spiel fortsetzen. Wir sind stehen geblieben, wenn ich mich recht entsinne. Die Folge, oder sagen wir mal, die letzten paar Folgen sind zu diesem Zeitpunkt noch nicht hochgeladen. Heute habe ich die erste neue Thief Deadly Shadows Folge hochgeladen, nach über einem Jahr Pause. Folge 68. Und ja, muss kurz aufstoßen, Moment. So. Schön, wenn man jetzt wieder ein Headset hat mit Mute-Funktion. Ja, die erste neue Folge von Thief ist auch oben und jetzt dachte ich mir, jetzt ist schon wieder lange her und jetzt hast du auch mal wieder ein bisschen Zeit heute Abend. Du willst gleich vielleicht noch was mit Alex aufnehmen, noch ein anderes Projekt. Mal schauen, ob das klappt. Wir setzen das Spiel fort. Und zwar sind wir am Schrottplatz stehen geblieben und sind immer noch auf dem Weg zurück zum Cauldron Lake, um dem Ganzen ein Ende zu bereiten, um Alice zu befreien, die im Dunkel des Sees gefangen scheint. Und dann schauen wir mal, wie es da so klappt. Allzu viel weiß ich nicht mehr. Und ob wir hier nach Seiten geschaut haben, weiß ich noch weniger. Gibt's da einen Kranführer da drin oder eher nicht so? Ich glaube, mit dem Auto sind wir angekommen. Jedenfalls muss ich auch erstmal wieder auf die Steuerung ein wenig klarkommen. Ich glaube, wir gehen einfach mal. Ich glaube, das hat kein Steuermann, das ist einfach der Wind und die magische Kraft von Barbara Jagger, der Hexe. Gehen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Und je schneller wir weitergehen, desto eher kommen wir auch weiter. Ergibt Sinn, ne? Ach, Steuerung war hier. Interessanterweise hatte ich bei den Dingen noch nie so Probleme. Wir sollten aber auf jeden Fall. Schade, er kann nicht nachladen, wenn er auf der Leiter hängt. Kann ich ja gar nicht verstehen. Sollten die Chance vielleicht mal eben nutzen. Und aufpassen, dass wir nicht in dieses Stromkabel reinlaufen. Wie viel Schuss haben wir denn? 14? Na, bleiben wir mal beim Revolver, würde ich sagen.
So. Ich gehe mal ins sichere Auto, vermeintlich sichere Auto. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, wo ich hin muss. Okay, ich weiß es doch. Ich gehe mal eben raus, denn ich weiß nämlich nicht, ob da vorne in dem Licht ein Kontrollpunkt ist und ob der ausgelöst wird, wenn wir auch im Auto da durchfahren. Ich vermute es fast, dass das nicht so ist. Tatsache. So. Und wie immer, Ausschau halten nach Seiten. Oder nach irgendwelchen Secrets. Aber ich glaube, wir werden auch, soweit es noch geht, mit dem Auto weiterfahren. Mit dem einen oder mit dem anderen. Ich denke, hier immer liegt Zeug. Hier liegen so Leuchtfackeln oder sowas. Aber nein. Das sind einfach nur komische, zufällig rote Bodentexturen, die sich dachten, ach komm, wir sind mal rot. Wir können's ja. Ja. Und dann stehst du da als Spieler und denkst dir, okay. Und ich denke mir auch so, okay. Und schaue, wie viele Seiten uns denn noch fehlen. Und ich weiß auch übrigens nach wie vor nicht, wie es weitergeht, wie lange es noch weitergeht. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nur, dass uns hier noch regulär 3 Seiten fehlen, was nicht wirklich viel ist, und dass Folge 6 wirklich wohl die allerletzte Folge ist. Und die haben wir auch alle durchgelesen. Ja. Barry und Cynthia Weaver und Sarah, Sheriff Sarah Breaker hieß sie, glaube ich, haben wir zurückgelassen. Ellen wollte ja das alles alleine lösen. Hoffentlich wird uns das nicht zum Verhängnis. Diese toll kühne Einstellung. Ja, ich düse hier nicht so mit vollem Karacho durch, denn ich weiß ja nie, ob hier irgendwo noch was liegt. Da hinten ist ein Licht, das ist schon mal schön. Könnte auch irgendwo eine Thermoskanne am Wegesrand stehen, und die möchte ich natürlich nicht verpassen. Ist ja das Allerwichtigste überhaupt für mich, wisst ihr ja. Und wie ich da reingeslidet bin, unbeglaubenshaft wert. Kontrollpunkt? Ja, ich gebe es zu, ich bin ein Kontrollpunkt-Junkie. So, und ich glaube, hier ist aber auch bald erst Ende der Fahnenstange erreicht, was das Auto angeht, die Autofahrt. Als ich Barry im hellen Raum von meinem Plan erzählte, hatte ich so getan, als wüsste ich, was ich da tat. Es stimmte nicht. Mein Werkzeug war die wabernde Logik eines Traums. Ich musste mir den Weg zum See durch die Schrecken der Nacht erkämpfen. Ich musste einen alten, ramponierten Lichtschalter aus Kindheitstagen anknipsen. Ich musste ein glückliches Ende für eine Horrorstory finden. Ich musste meine Frau aus ihrem dunklen Gefängnis befreien. Ja, schöner hätte ich es nicht sagen können. Und hier wird schon wieder so komisch gehechelt. Ich frage mich gar nicht mehr, was das ist. Oder wer das ist, vor allem. Dass es nach einem Mensch klingt, ist ja eigentlich klar, aber... Alles klar. Erstmal gehen wir jetzt hier hinten her, würde ich sagen, bevor wir die Treppe hochgehen. Denn ich denke mal, dass wir da oben das Tor öffnen müssen. So. Manchmal ist es schlecht oder schwer, aber vor allem auch erst spät zu erkennen, upsala, wo genau das Ende ist hier. Der Klippe. Und manchmal zieht er immer noch so ein bisschen nach, wenn man schon abgebremst hat. Zum Beispiel jetzt lasse ich los und er geht noch ein, zwei Schritte weiter. Und das ist immer so ein bisschen follow. Also Cynthia war wohl auch hier. Und hier hat irgendwas gequietscht. Follow. Ist hier sonst irgendwas?
Also wir können uns auf jeden Fall Munition nochmal nachholen, falls wir sie gleich irgendwie anderweitig verwendet haben. Ja, das ist jetzt alles schön hier, aber wie komme ich denn raus? Ich komme hier nicht wieder rauf. Ah, alles klar. Vor allem, das ist jetzt auch wieder so geil. Das ist schon lange weggeschoben, aber er will es immer noch weiter wegschieben. Es muss bis ganz zum Rand, zur Wand geschoben werden. Drückt mir übrigens mal die Daumen, dass die Aufnahme gleich mit Alex technisch klappt. Wir hatten nämlich technische Probleme in erster Linie. Denn das wird ein schönes Projekt, was einige von euch, vor allem diejenigen, die auf Shooter stehen, vielleicht auch mögen dürften. Ist ein Replay, also kein neues Let's Play. Und zu dem Zeitpunkt, wo diese Folge hochgeladen ist, wenn es geklappt hat technisch, wahrscheinlich schon längst hochgeladen. Deswegen, naja. Und ich meine, allzu viele Ego-Shooter habe ich bis jetzt noch nicht Let's Play, deswegen könnt ihr vielleicht schnell erahnen, welches Spiel ich damit meine. So, alles klar. Gucken, ob hier hinten noch was ist. Scheint nicht so zu sein. Und schaden kann es nicht. Ich schmeiß da einfach mal an. Auch wieder ein Beispiel für einen Bereich, der zwar existiert in einem Spiel, aber nichts spielerisch bringt. Auch das gibt es, wie gesagt, in Alan Wake. Ach, das lohnt sich eh nicht. Ich habe sowieso nicht vor, lange hier zu bleiben. Ich möchte eigentlich weiter nach... Ich werde sie niemals geben. Weiter nach vorne gehen. Wow. Irgendeiner wirft was hinter mir. Ich hoffe, ich komme noch pünktlich zum Licht. Pünktlich. Ja, natürlich, Leute. Übertreibt's einfach mal wieder. Zum Ende des Spiels mal wieder. Ja. Warum starte ich jetzt hier neu? Hier war doch kein Kontrollpunkt. Der war doch da vorne an der Lampe. Okay, also das kann wieder spaßig werden. Und vielleicht ist es sinnvoll und gewinnbringend, wenn ich die Leuchtraketen ausrüste. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Schwierig einzuschätzen, wie viele Gegner das insgesamt sind. Ich darf die halt auch nicht dahinter kommen lassen. Das ist das Problem. Das heißt, in das eine Haus brauche ich eigentlich auch gar nicht reinlaufen. So, Leute. Ich werde jetzt auf jeden Fall mal eben, da die Folge vorbei ist, in dieser kleinen Spielpause kurz mal die Lautstärke meiner Kopfhörer etwas herunterschrauben, denn das war gerade sehr laut, als Barbara Jagger uns wieder ins Ohr gebrüllt hat und hier wieder ein Sturm losgetreten hat. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Alan Wake hoffentlich wieder, hoffe ich doch stark. Und ich würde sagen, recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.